übrigens der erste Teil von vieren. Fleischwanzen. Ja, take that, you Fleischwanze. Und ein weiterer ist, glaube ich, in Arbeit. Ryzen gehörte, glaube ich, auch so halb zu der Serie. Aber richtig gespielt habe ich nur Teil 1 und Teil 2. Aber Teil 2 war dann kurz vorm Ende, war das so verbuggt, dass ich irgendwie nicht mehr weiterkam. Wir sammeln alles ein, was geht hier. So, da hinten sind schon wieder irgendwelche Viecher, irgendwelche bösartigen Kreaturen. Du Drecksvieh! So. Das ist, das Kämpfen ist ganz tricky. Man muss also irgendwie schon versuchen, so im Rhythmus zu schlagen. Also es ist kein Rockband, dieses Spiel. Aber wenn man halt zu hastig die Tasten drückt, dann schlägt er nicht nochmal. Und eigentlich kann man so versuchen, immer links, rechts zu schlagen, immer hin und her. Und dadurch kann der Gegner sich eigentlich kaum wehren. So, Bären, bis der Arzt kommt. Wie das mit Zangief. Er trainiert mit Bären. Wahrscheinlich Waldbären. Hallo, du Ungetüm, ich komme auf dich zugesprungen. Iha! Geh weg von mir! Bam! Bam! So machen wir das hier bei uns. Ach so. Schwert wegstecken und Fleisch ansammeln. Fleisch können wir übrigens grillen. Und wenn wir das dann essen, kriegen wir natürlich mehr Hitpoints. Ist unfassbar. Damals habe ich so einen Krampf gehabt, dieses Spiel überhaupt auf meinem PC ans Laufen zu bringen, weil es doch derbe geruckelt hat. Und als es rauskam, gab es noch keine wirklichen Patches dafür. Und es war dann schon ein bisschen buggy am Anfang. Das haben deutsche Spiele wohl teilweise so an sich. Was sie aber überhaupt nicht schlechter macht. So, man sieht da hinten schon eine Holzwand. Da ist das alte Lager. Und da begeben wir uns jetzt mal hin. Da sind noch ein paar Viecher, aber die können wir auch später platt machen. Und da stehen irgendwelche komischen Leute rum. Ne. Waldbären for the win. Wie man sieht, die haben so ein bisschen blau. Das sind jetzt Typen aus dem neuen Lager. Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Hab ich Bier? Hier, nimm Bier. Hier, nimm ein Bier. Oh ja, ich hab Bier tatsächlich gehabt. Toll. Erstmal saufen, keine Ware. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel, greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das, wenn es dich zuerst trifft. Blablablup. Ja, du kriegst wahrscheinlich noch mehr Bier, aber es reicht jetzt erstmal. Man kann übrigens später auch seine Fertigkeiten verbessern. Also man kann zu Lehrern gehen und seine Schwertkunst verbessern, seine Bogenkunst verbessern. Oder halt später kann man natürlich auch Magie sein eigen nennen. Nimm das. Fleisch. Also hier, also WoW und all diese Rollenspiele und Oblivion, die können auch einpacken. Seht euch diese wunderschöne Optik an. Ist alles so ein bisschen grau in grau, leider. Ey, das ist meiner, geh weg. Ich dachte schon, du klaust mir meine Erfahrungspunkte, ey. Da hätte ich dich aber. Hätte ich dich aber gelünscht.
So, eine Brückenwache für den Weg ins Lager. Also am Anfang halten wir nicht aus. Wenn ich jetzt da hinten zu diesen Viechern laufen würde, um denen guten Tag zu sagen, dann stecken die mich in den Mixer und dann war's das erstmal. Huhui! So, wir sind im alten Lager angekommen. Bastion der... Wo sollst du hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Ich will mich ein bisschen umsehen. Ja klar, ich hatte vorgenommen, das ganze Lager auseinanderzunehmen. Ja, ist nicht so ganz vorteilhaft, glaube ich. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Das ist nett, dankeschön. Nett. So, das alte Lager. Man sieht hier eine Festung stehen. Vor allem viele Leute. Du. Redest du mit mir? Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Ja, man sieht, das ist, man merkt schon, das ist wie im Knast. Also ich denke mal, das ist wie im Knast. Ich war nie im Knast, aber ich könnte mir vorstellen, so wie ich das aus den vielen Filmen kenne, könnte das sein, dass das so im Knast ist. Ich soll Schutzgeld zahlen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wie du meinst, Kleiner. Wirst schon sehen. Ja, ja, bla bla bla. Ich gebe dir nichts von meiner Kohle ab, nur weil du meinst. Hier unten übrigens auf dieser Bühne hier vorne, ohne Witz, spielt In Extremo. Wer diese mittelalterliche Band kennt, vielleicht haben wir Glück, im Laufe der Zeit da was aufzufinden. Du bist doch der Typ, der hier im Lager aufgenommen werden will. Und wenn es so wäre? Ich könnte dir dabei helfen. Und wie? Draußen vorm Lager sitzen zwei Typen rum, von denen einer die Erzbarone bestohlen hat. Es ist ein wertvolles Amulett, das mit dem letzten Konvoi gekommen sein sollte. Einer von ihnen müsste das Amulett noch haben. Wenn wir beide auf sie draufgehen, schaffen wir sie. Alleine kann ich's nicht machen. Was sagst du? Tja, jetzt habe ich hier die Multiple-Choice-Möglichkeit, Typen draußen zu vermöbeln, um dieses Amulett wieder zu bekommen. Der Mann hilft mir anscheinend, dann in dem Lager aufgenommen zu werden. Aber, ja, ich weiß es nicht. Komm, auf geht's. Ich bin dabei. Ich rede aber erstmal noch mit Diego. Vielleicht hat der noch was Wichtiges zu sagen. Der hat mir nichts. Okay. Mach's gut. Dann schnappen wir uns die beiden Typen vor der Haustür. Also, Rüstungsgegenstände gibt's nicht so wirklich. Es gibt zwar so Anzüge, die man anziehen kann, also so von dem alten Lager neue Sachen oder von dem neuen Lager und später solche Magieroben und sowas. Ist aber nicht so, dass ich sagen könnte, ich habe jetzt den Helm an und die Handschuhe an oder sowas. Ich soll dir schöne Grüße von Bluffin bestellen. Man sieht, die haben mich verarscht. Ah! Oh mein Gott. Ich glaube, von denen hilft mir jetzt ja auch keiner. Die vermöbeln mich jetzt einfach und das ist gut. Zurück, du Feigling! Kann ich denn jetzt entkommen oder laufen die mir? Ah, ich bin entkommen. Okay, man sieht also, in diesem Spiel sollte man nicht jedem trauen. Wir essen einfach mal ein paar Beeren, dann ist es gut. Erzähl mir was über das Alte. Es ist das größte und mächtigste der drei Lager. Gomez ist also der Chef von dem ganzen Laden hier. Im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand. Er schickt uns. Du kannst abbleiben. Bla bla bla. So, ich möchte mich Gomez Leuten anschließen. Ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Toros heißt. Sag ihm, Diego schickt ihn. Jetzt steht dieser Typ hier, das ist natürlich auch immer so geil bei so alten Spielen. Du Penner wolltest mir also nur eine Falle stellen. Hey Mann, wir spielen beide dasselbe Spiel.
Ich habe auch keine Lust, in den Minen buddeln zu gehen. Also werde ich tun, was mir die Gardisten sagen, dann werde ich hier bald aufgenommen. Dass ich ausgerechnet dir aufs Maul hauen sollte, hast du dir im Grunde selber zuzuschreiben. Warum legst du dich auch mit? Persönlich habe ich nichts gegen dich. Weiter prügeln, ey, komm. Das muss jetzt nicht sein. Freut mich, dass du das Ganze durch meine Augen sehen kannst. Die Sache ist, wenn du nochmal Ärger haben solltest, kannst du auf mich zählen. Schließlich schulde ich dir was. Na, man sieht, ich bin lebend davongekommen. Jetzt will er mir beim nächsten Mal helfen. Ob man ihm dann wieder glauben kann, ist eine andere Geschichte. Können wir dann auch nochmal mit Torus reden. Ich will für Gomez arbeiten. Und wieso, glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Ich bin ein Spitzentyp. Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir umschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Was dann passiert? Liegt an dir, kapiert? Ich werde mit Diego reden. Thanks! So, ich würde sagen, wir legen hier mal eine videomäßige Pause ein. Man sieht, es ist jetzt noch dunkler geworden als vorher. Und langsam rufen meine Kollegen wieder zum LOL-Spielen. Wenn euch das gefallen hat, dann schreibt es in die Comments. Dann spiele ich gerne nochmal eine Runde. Und vielleicht schaffen wir es ja beim nächsten Mal dann in dieses Lager hier aufgenommen zu werden. Um dann für Gomez zu arbeiten, um dann ein bisschen stärker auch zu werden und ja, in unsere Aufgabe voranzukommen. Wir müssen ja immer noch diesem Feuermagier sein Briefchen bringen, aber so leicht kommen wir da wohl nicht hin. So, das war's dann erstmal. Adios.